Das ist ja ein LP, ne? Also muss ich hier so das ein bisschen so machen, dass es so ein bisschen LP ist und auch kein Tutorial. Also, was habe ich jetzt gesagt? Nee, jetzt machen wir gelb nochmal. Wir haben ja genug Diamanten, das tut mir alles nicht weh. Halt, eine reicht hier in dem Fall. Ich nehme gleich mit grün. Darum geht's nämlich. Da mache ich zwei. Ich nehme mit eine Enderperle, um später gleich was zu demonstrieren. Dann machen wir erstmal diesen gelben. Alles so langsam hier. Gelb. Warum mache ich den gelben? Ach so, um das jetzt zu demonstrieren. Und wahrscheinlich werden wir den dann für Beleuchtungszwecke benutzen. Deswegen mache ich den jetzt. Und zwar als Aufsatzlinse. So, und haben wir noch Glowstone. So, dann leuchtet der sehr weit hier. Plus 20. Und die Laserstärke ist plus 3. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. So, ne? Dann haben wir einen schönen Power. Na, wie ging das jetzt hier? So. Der hat jetzt Power 9. Das ist, glaube ich, Maximum. Meines Wissens müsste das Maximum sein. Und Range 40, weil sich das natürlich aufsummiert hat. Ne? Wir haben ja hier drin Power. Moment. Ich weiß jetzt gar nicht, was hatten wir da. Müssen wir mal reingucken, ne? So. Das sind schon 6. Also verschenken wir hier ein bisschen was, macht aber nichts. Mir tun die Diamanten nicht sonderlich weh. Also mit dem werden wir was anstellen. Den kann man auch super als Basislaser nehmen, weil er jetzt natürlich ein starkes Licht wirft. Und wenn man hier, das können wir ja auch mal machen, da müssen wir jetzt echt ein bisschen aufpassen. So. Der leitet jetzt standardmäßig hier dieses Licht um die Ecke. Range 33. Und da können wir auch wieder reingucken, was da los ist. Weiße Linse. Dann kann man die nämlich als Splitter benutzen. Da muss man jetzt aber ein bisschen aufpassen. Und zwar tun wir die weiße Linse mal hierher. So, dann fällt das hier durch. Aber wieso? Genau, da muss ja eine weiße Linse rein, weil hier jetzt erstmal ein Ausgang ist. Und jetzt kann man hier oben drauf, das müsste nämlich klappen. Aber wir machen trotzdem erstmal einen grünen. Den machen wir stark. Warum? Komme ich später drauf zurück. Halt. Machen wir es gleich so. Dann die Enderperle hier unten hin. Und wir brauchen keine Entfernung für diesen Wachstumslaser. Ne? Das brauche ich hier nicht sonderlich. Und den mache ich als Aufsatzlinse, als Metall. So ein. Und dann brauche ich das nochmal, wieder so stark. Ja, ich mache es lieber so. Sicher ist sicher. Ebenso als Aufsatzlinse und grün. Dann ist der wieder sehr stark. Plus 6 und Range 10. Die Range bräuchte man eigentlich nicht. Jetzt haben wir hier einen erweiterten. Nö, doch einen erweiterten und einen normalen. Ich schließe jetzt den normalen mal an. Green. Das ist der normale, oder? Genau. So. Und das Coole an der Geschichte ist, hier wachsen nämlich die Pflanzen sehr schnell. Jetzt messen wir hier mal, ob wir da irgendwelche Verluste haben. Nein, wir haben Maximum Power und Range wieder 43, ne? Das ist eine tolle Sache. Dann mache ich das jetzt hier mal weg. So. Reflekt. Ach so, das ist mein angepasster Reflektor. Das finde ich schön, dass die Sachen hier nicht rausfallen. So. Jetzt sieht man das ja auch, dass das Licht spendet, ne? Das ist eigentlich eine coole Sache, so. Da kann man echt tolle Sachen machen. Und jetzt möchte ich, dass das Licht hier weitergeht.
mit einer weißen Linse. Weiße Linse. Das ist doch einfach nur Glas. Da können wir natürlich auch wieder powern, verstärken, bis zum geht nicht mehr, ne? Moment, ich muss mal was gucken. Ich muss das nämlich erst ausfuchsen. Ich weiß noch nicht so recht, wie ich das mache. Und so durch dieses Rumbasteln komme ich dann auch dahinter, was wir tun müssen. Jetzt muss ich erstmal schlafen. So. Also, ich möchte jetzt, dass der Weiße einfach durchgeht. Ihr müsst mal hierher. Was ist das hier? Das brauchen wir unter Umständen noch. Müssen wir mal schauen. So. Da müsste das Gelbe hier durchgehen, ganz genau. Weil wir hier mit Gelb drauf gehen. Dann mache ich das hier nochmal weg. So. Laser. Dann nochmal reingucken. Achso, da haben wir schon Power drauf, ne? Volle Kanne. Das ist okay. Das geht auch hier durch. Wenn ich das jetzt unterbreche, ne, dann reagiert der Sensor entsprechend. So, und hier könnte ich jetzt wieder einen Ausgang schaffen. Einen grünen zum Beispiel, einen Wachstumslaser. Ich hatte doch einen erweiterten. Wo ist denn der jetzt? Naja, ist egal. Ist jetzt mal nicht so tragisch. Ach so, das kann ich jetzt hier nicht anbringen. Ich brauche erst eine weiße Linse, ne? Na gut, so soll es sein. Dann mache ich die mal. Also hier jetzt, glaube ich. Nö, das ist falsch. So, ne? Und wenn ich jetzt hier den grünen drauf mache, so, dann habe ich hier einen grünen. Mit verhältnismäßig viel Power wahrscheinlich. Nee, Power. Genau, Power 9, Range 16. Wir brauchen nicht so viel Range, weil eigentlich das Ganze, was wir machen, sich unmittelbar hier abspielt. Wichtig ist, dass wir einen Haufen Power haben. Und der hat nur Power 3, ne? Und eine geringe Entfernung. Tun wir aber hier eine andere Linse reinsetzen. Das machen wir jetzt noch. Dann ist nämlich dieser Block für uns irgendwie schon mal vorbereitet. Das ist der hier, ne? Das ist eine stinknormale weiße Linse, die ist ein bisschen langweilig. Da müssen wir nochmal ran. Und zwar machen wir da einfach ein bisschen mehr Power und gehen auf Entfernung. Jetzt habe ich nur noch einen. Das stinkt mir ein bisschen. Glowstone Dust. Können wir doch aus UU-Meter machen, ne? Also, Glowstone Dust. Ach ja. Wie schreibt man das? Glowstone. Einfach nur Glowstone. Hier. Na, das ist doch ein Ding. Das ist ein Ding. Da machen wir jetzt mal ein paar. Ich brauche das. So. Nee, irgendwie nicht. Was stimmt denn nicht? Ach, hier unten noch. So und so. 64, das soll für den Anfang genügen. So, aber jetzt können wir hier noch ein bisschen auf Distanz gehen. Machen den noch ein kleines bisschen stärker. So. Plus 20, das ist okay. Und nichts weiter. Was kann ich denn hier noch her tun? Das ist ja interessant. Wollte ich das nicht als Aufsatzlinse machen? Nö, innen rein. Das machen wir schön innen rein. Aber das ist auch Quatsch. Ach, was soll's. Wir haben doch genug Diamanten. So, jetzt hier. Genau, das ist, müsste dieser Ausgang hier sein. Ah ja, guck an. So.
Ausgezeichnet, da mache ich hier eine Messung. Da haben wir nämlich Power 9, Range 26 und jetzt können wir eine Linse oben drauf setzen, die nicht mehr Power hat, sondern nur noch auf Range geht, ne? So hier. Ganz genau. Und das ist eine Aufsatzlinse, die machen wir aus Stein. Was kann ich jetzt, kann ich da noch was hermachen? Kann ich da echt noch? Tatsache. Plus 40. So. Und das ist eine Aufsatzlinse und die mache ich jetzt hier oben drauf. Und jetzt habe ich hier eine große Entfernung. Mal messen. Kann nicht sein. Wieso habe ich immer. Doch, 66. Ne? Der geht jetzt wahnsinnig weit. Da kann man jetzt schon eine große Distanz überbrücken. 66 Blöcke, das ist eine Sache. Diese Linsen brauchen wir eh immer wieder. Also müsst ihr euch jetzt keine Gedanken machen. So, und hier oben wollte ich noch einen gelben haben. Das müsste oben sein. Jetzt gucken wir mal, welcher gut ist. 3 plus 6, der hier. Ganz genau. Das ist schon mal eine tolle Sache. Und jetzt mache ich gleich nochmal grün. 1, 2 Stück habe ich. Ich brauche aber insgesamt 4 für mein Unternehmen. Also so kann ich das so stacken. Tatsache. Diamanten. Der muss ja stark sein. Hier einmal dieses. Und jetzt müssen wir überlegen, das wird eine Aufsatzlinse. So. Das Ganze mal 2. Und. Ach so, jetzt habe ich was Wichtiges vergessen. Super. Ganz genau. Also ich brauche 4 Grüne, wenn ich mir das richtig überlegt habe. So, was jetzt? So. Gott sei Dank haben wir genug Diamanten, ne? Entfernung ist ja eigentlich nicht so wichtig. Tja, dann mal schauen. Ich bin mir jetzt noch ein bisschen unsicher. Ich hätte es besser kalkulieren sollen. 2. Also, der hat jetzt plus 6. Plus 6. Das müsste reichen. So. Und die kann ich nicht stacken, ne? Eieieiei. Das sind zwei identische und der ist ganz normal. Das macht aber nichts, das haut so hin. Jetzt kann man nämlich hier, wenn wir hier Platz hätten, so, müssen wir erstmal was konfigurieren. Nämlich nach unten. Wir müssen mal schauen, welche das jetzt ist hier. Das geht nicht. Ist aber blöd. Ach so, der ist schon mit Linse. Na, das ist dann klar. Ganz genau. Und die Stärke ist Power 1, Range 3. Das ist ja langweilig. Das geht nicht. Ach so, das ist eine stinknormale Linse. Eine grüne. Nee, nee. Gelb wäre nicht schlecht. Oder ich mache mir noch eine Power-Weiße. Das ist eine stinknormale, die brauche ich nicht. Ich brauche noch ein bisschen mehr Power für mein Unternehmen. So, da tun mir die Diamanten auch nicht weh. Was muss, das muss. Plus 6. Ja, das müsste eigentlich genügen. Und da machen wir gleich noch ein bisschen auf Distanz. Und kann man die noch stärker machen? Ah, anscheinend nicht. Plus 10. Machen wir es lieber so. Ja, so ist es eine gute Lösung. Jetzt müssen wir hier ein bisschen aufräumen. Hier wieder rein, nach unten. Ganz genau. Messen. Das ist okay mit der Power 7. Das ist völlig in Ordnung. Bin ich zufrieden. Und dann kommt hier wieder so ein Reflektor her.
später dann. Ne? Der kommt jetzt bloß hier nicht weiter, weil wir hier so Sachen stehen haben. Und hier kommt dann im Prinzip wieder so eine Linse drauf. So was. Ne? Jetzt messen wir hier, ob unser System schon mal funktioniert. Power 9. Power 7. Naja, aber das ist ja langweilig. Ach so, es teilt sich jetzt wahrscheinlich hier so ein bisschen auf, ne? Das wird aber trotzdem für unser Unterfangen genügen. Sehr schön, jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken, aufräumen. So. Die Diamanten erstmal weg. Die ganzen Linsen werden wir benötigen. Die nehmen wir mal mit. So, grün, gelb, das ist okay so. Hier gleich aufräumen. Die Messgerät brauchen wir, Drill brauchen wir. Die Metallblöcke können weg. So, reichlich dunkel hier, ne? Könnten wir hier eine Linse drauf machen, dann ist es wieder schön hell. So, Licht. Cool. Und das hier reißen wir jetzt ab. Tun wir erstmal unsere Bude wieder ordentlich herrichten. So. Kann ich das nehmen? So. Gut, jetzt haben wir alle 7 Sachen beieinander, so ziemlich. Vorkonfiguriert, dann müssen wir nämlich unten, wenn wir dann die Bauerei anfangen, nicht herumbasteln. So, das hier mit rein. Ne? Laser. Ach so, das ist ein angepasster Laser. So, Sensor nehmen wir auch mal mit. Notgate nehmen wir auch mit. Also jetzt so. Und den Stein hier hinten rein. So. Wunderbar. Und dann können wir schon loslegen. Erst gehen wir noch mal ins Bett. Also jetzt habt ihr mal gesehen, was man so machen kann. Interne Laser, Linsen, Kollimatoren, die man intern im Laser einsetzen kann und die so einen kleinen Rand hier außenrum haben. Ich habe das halt nur so gemacht in meinen Texturen. Die kann man außen auf diesen Blöcken aufsetzen. Und da gibt es noch viel mehr, aber uns interessiert erstmal nur Grün. Aus gutem Grund. Und dann brauchen wir dazu. Also jetzt macht man einen Punkt. Wieso habe ich denn das nicht? Tja, das muss jetzt einfach noch sein. Das muss ich machen. Da müssen wir auch mal gucken, wo wir dann die Folge auseinanderschneiden. Das wird wieder ein Chaos. So. Ich kann euch sagen, dieses Minecraft. Wo bist denn du? Hier. Ich hab doch so zu Burschen gemacht, oder? Da brauchen wir Cobblestone. Blockpräger brauchen wir. So. Und Pisten und ein bisschen Redstone. Piston. So. Und Redstone. Pisten unten, oder? Nein, Pisten da. Dann brauchen wir noch Spitzhacken. Redstone. So. Und Spitzhacken. Hier. Na, das machen wir lieber in der Projekttable. So. Kann ich das nicht mehr aufnehmen? Also hier halt so. Und so. Das hier, das so mit der Verklickerei, das kommt einfach daher. Scheiße. Das hat nicht, weil keine Stickies da waren. Weil das Spiel immer langsamer wird. So. Jetzt bräuchte ich noch eine. Shit, ey. Wo tue ich den ganzen Kram hin?
Hier, der nimmt das gar nicht mehr auf, ja, also ist voll verzogen irgendwie alles. Na, das wollte ich eigentlich mitnehmen. Aber euch weg, so jetzt hier zurück. 3, 4 Stück machen wir so. Blockbreaker. Na, dann habe ich anscheinend doch keine mehr gemacht. So. Zweimal, bitteschön. Das müsste genügen. So, das hier wieder rein. Pisten hier. Und den Rest nehmen wir Labokristall. Was hatte ich denn damit vor? Das ist eine gute Frage. Dann schauen wir jetzt mal ins Buch mit dem Ruby, ob wir da irgendwas vergessen haben. Nein, das müsste jetzt erstmal schon die Grundhardware sein, die wir brauchen. Wir werden auch später im LP noch andere Sachen mit diesen Lasern anstellen. So eine kleine Mob-Bratmaschine oder sowas. Das werden wir uns auch noch bauen. Aber jetzt geht es erstmal um was Sinnvolles. Da zeige ich euch einfach, dass das eine coole Sache ist. Diese Geschichte, diese Lasergeschichte. Und vielleicht bauen wir uns auch noch einen Aufzug damit und solche Sachen. Jetzt erstmal ein Päuschen. Ich wünsche euch was. Bis demnächst in alter Frische. Tschüss.